Hallo bei einer neuen Folge Tibet Tested. Heute bekomme ich für eine Woche einen E-Wagen geliehen. Was für Vor- und Nachteile so ein Wagen mit sich bringt, das werden wir sehen. Bis gleich. Tibet testet diese Woche das kleinste Modell der MIA-Autos. Das französische Gefährt unterscheidet sich schon auf den ersten Blick von herkömmlichen Pkw. Sie hat nämlich vorne nur einen Fahrersitz. So kann Tibet zu jeder Seite aussteigen. In Sachen Innenausstattung ist sie sehr übersichtlich gestaltet. Automatikgetriebe, ein Radio und eine Auflademöglichkeit fürs Handy sind vorhanden. Aber ein ganz wichtiger Teil, der fehlt. Ganz wichtig, es hat keine Heizung. Das ist nicht drin. Ich glaube, beim Aufladen kann man es heizen, während der Fahrt nicht. Das heißt, warm anziehen. Eine Klimaanlage gibt es daher leider auch nicht. Aber die braucht Tibet um diese Jahreszeit ja eher weniger. Es fühlt sich an wie Autos runterfahren. Außer, dass ich nirgends so ranfahren darf. Das ist der einzige Unterschied. Im Straßenverkehr beschleunigt der Pkw auf bis zu 100 km/h und erweist sich als sehr souverän. Und vor allem leise. So leise, dass einen Fußgänger gar nicht bemerken. 80 Kilometer weit kann das kleine Auto am Stück fahren. Dann muss es geladen werden. Da mittlerweile ja überall Aufladestationen für E-Autos vorhanden sind, ist das ja eigentlich kein Problem. Eigentlich. So, ich habe nur noch 15 Kilometer, deswegen Zeit zum Tanken. Aufladen heißt das ja. So. Zack. Da habe ich mal einen Schokostecker. Nee. Das ist der falsche Stecker. So ein Mist aber auch. In 3 Stunden ist Mia mit einer herkömmlichen 220 Volt Steckdose komplett aufgeladen. Solch eine Steckdose befindet sich zwar in jedem Haushalt, nur wie kommt der Strom zum Auto? Das wollte Tibet deshalb auch vom Mia-Vertreiber wissen. Ja, die öffentlichen Ladesäulen, die sind dann wieder komplexer, da gibt es wieder Firmen, die wollen dran verdienen. Wir wollen Anarchie, das heißt in jedem Haushalt einfach diesen Stecker reinstecken, wie jeden Föhn oder jedes Handy, jedes Fahrrad. Also es macht Sinn. Die Idee selbst macht sicher Sinn. Nur ist das kleine Auto leider dann doch nicht so klein, dass man es zum Aufladen mit in die Wohnung nehmen kann. Rund um Mainz befinden sich bisher 5 Ladestationen. Für rund 19.000 Euro exklusive Steuern ist Mia zu haben. Nach 7 Tagen Testfahren zieht Tibet Bilanz. Ich durfte jetzt eine Woche lang ein Mia-Mobil testen. Es gab negative und positive Seiten. Eine negative ist, es gab nicht so viele Auflademöglichkeiten, speziell für dieses Modell. Positiv ist, Fahrspaß ist garantiert und in der City von Mainz parken kostet nichts, bis zu 2 Stunden. Ich würde sagen, probiert es einfach selber aus. Ich würde es jedem empfehlen. In dem Sinne, mach's gut. Ciao. Tschüss.